Moment, ach ja, da habe ich einfach eine Kiste gemacht, um da hochzukommen. Die Fiolen bringen jetzt keine Erfahrung mehr, ne? Erfahrung bringen jetzt andere Sachen, oder? Ja, die Zahnräder da. Aber es tut weh. Hä? Wasser? Nein, so, ja. Dann in den Ohren. Nee. Warum soll das wehtun? Wasser. Ja, aber Zombie bewegt sich, das finde ich gut. Ja, ist ja auch fett. Komm, jetzt wieder dein Hentai. Hä? Jetzt redest du schon wieder darüber. Langsam kriege ich Angst wegen dir, Mann. Ach, hier bereit. Ich habe Angst vor dir, Rob. Ja, und du fängst die ganze Zeit mit dem Thema an. Ja, ich glaube, ich sollte ja Angst vor dir haben. Weil du mich die ganze Zeit davon angefangen hast. Ja, weil ich damit angefangen habe. Ja, toll. Ja, einmal ja. Das Wort eben mit H angefangen und schon musst du die ganze Zeit drei Leute, Stunden die das reden. Wort nicht ansprechen, sondern nur mit so H sagen wie Lord Voldemort, haben Probleme damit. Ich habe kein Problem mit Lord Voldemort. Jemand mit euren dunklen Herrscher, wie der hieß. Aber nee, du weißt schon wer. Du weißt schon wer. Ja. Ich sag zu Lord Voldemort, Lord Voldemort. Nein, du sagst Lord Lollywood. Lord Lollywood? Ich sag das einzige von euch Lord Voldemort. Das ist ein schöner Neologismus. Lord Lollywood. Lord Lollywood. Geht's hier überhaupt hoch bei diesen Dingern? Und nein! Was? Nein, wir sind fertig da! Achso. Das ist doch. Oh. Ich versuche die ganze Zeit hochzuspringen. Guck, wie gesagt, ich sag Hentai, weil ich keine Probleme damit habe. Du sagst das H-Wort. Aber was sagt dann Vamp dazu? Schickt euch doch beide. Vamp kennt sowas nicht, der ist noch zu. Hast du jung dafür für sowas? Nee, der ja, ist unschuldig. Ja, eben, der darf auch nicht so an unserem Plänen eigentlich mitkriegen. Mit der dem, hat nicht den Kondombau mit aufgebaut. Und auch nicht mit dem und auch nicht unser Amüsement, was geplant ist für die Zukunft. Was wir eröffnen wollten. Ach ja. Wie sollen wir den nochmal heißen? Weiß ich nicht. Ach ja, genau, Becky und Torben. Oder eher gesagt Niggel. Und Torben. Weißt du, ich Niggel Piggel nennen? Nee, nur Niggel. Den Pegel lassen wir draußen. Wie war das nochmal? Niggel Piggel. Schön gestorben. Ja. Ah. Ich sterbe jetzt auch. Nee. Das überlebt. Ich bin tausendmal in den Stachel reingeflogen. Ja, aber du hast das Schild vorgehalten. So. Das hält einiges aus. Ich lebe noch! Du wärst jetzt gestorben, wenn das Ding zurückgeprallt wäre. Das wäre so cool gewesen. Ich so hart ausgefeiert. Hm. Warum schafft er weiter zu gehen? Bleib ich stehen, das Ding kommt immer näher. Wir gehen mit ihrem Wasser hier, ey. Halt's mal. What? Was machst du da? Chargen. Was war das denn? Das ist Silvesterböller, die gerade bei mir draußen hochgehen irgendwie. Warum das denn? Zu spät. Hier wird doch immer rumgeböllert. Also ja. Vor allem nach Silvester und Dachbau. Assi-Stadt. Du bist in der Zürich in derselben Stadt. Ja, nur in einer anderen Stadtteil. Du bist nur im anderen Stadtteil. Ja, das war Assi-Stadt. Im Prinzip sind wir eigentlich im gleichen Stadtteil, alle drei. Ja, wenn man's. Ja, nee, wir beide sind in Derikum und du. Boah, du bist in. Soll ich noch meine Straßennummer gleich sagen? Ja, du bist so peinlich, ja, du bist ja, so peinlich, damit. Du bist so peinlich mit der. Diese pingelig mit deinem Namen. Also peinlich. So, ja, ich wohne in Derikum. Da gebe ich aber. Ey, ich hab nicht gesagt, welche. Ey, er hat nicht recht, ich hab. Wie heißt es? Irgendwie von Straßen und so wissen sie ja nichts. Außer dass, dadurch, dass er schon von Bäumen geredet hat, man könnte ja sagen, dass die Allee, wo Zombie wohnt, voller Eichen ist. Deine Flussstraße hier. Meine Flussstraße, jojojo. Ja gut, das Problem ist jetzt, bei Vamp weiß leider keiner genau seine Straße. Wir wissen nur, wo er wohnt, aber nicht die Straße. Oh. Was macht ihr beide? Tot sein.
Warte, ich werf mal von meinem Sturmhammer vor denen, dann ist wohl. Ihr macht das schon! Mach mal Wiederbelebung! Ich kann das nicht blocken! Guck mal, ich sterb sofort, wenn ich das blocke. Hast du sehen? Ich bin in Ruhe. Oh. Toll! Darf ich doch nicht mal AFK da rumstehen! So, besiegt. Sonst hat das Ding gemacht. How will they deal with the witch? So, jetzt kommt die Hexe als nächstes. Hat gerade das Was kommt als nächstes? Die Hexe? Hexe. Oh, ich kenn's noch die Hexen von Skyrim. Oh ja, diese komischen, wie hießen die nochmal? Was war das denn? Ey, was war das denn? Was hast du da gemacht mit diesem Gerät? Kannst nicht als Bauarbeiter werden. Ne, Bergarbeiter, meine ich. Wow. Ja, gleich hast du auch noch einen Abgang. Komm, setz dich da. Okay. Kann ich jetzt hier nur um Jahre. Spannung. Spannung. Hey, yeah. Spannung. Spannung. Komm schon. Kommst du nicht mal schon vor? Spannung. Wir müssen noch höher. Spannung. Ah, schade. Wow. Cool, du verlierst deinen Hut, wenn du stirbst. So, am letzten Checkpoint fortsetzen. Ach, sehr dämlich. Ey, jetzt stürmst du wieder. Hm. Oh, wie komm ich denn jetzt da hin? Ich hab dreimal auf die Leertaste gedrückt, bis der mal reagiert hat. Oh, oh, oh. Damn. Gut, und Vamp das schlecht, ne? Jetzt kommt eh wieder der Cheater Wobble. Oh, Level up, in dem ich gestorben bin. Was ist hier? Nichts Gutes. Puh, Spannung. So. Überhaupt geht doch nicht. Ich trau dem Gebiet hier nicht. Du bist einfach zu OP. Ja. Da kommt eine Spinne, da kommt eine Spinne! Oh, nicht. Lauf einfach! Die haben, ich kann nicht laufen. Kannst nicht laufen, okay. The marshlands as the night fell. Suddenly, a familiar light appeared, illuminating the path. Ja, so dunkel ist es jetzt nicht. Ich glaube, wir müssen da rein. Nee. Das sieht doch einladend aus. Ich würde da jeder auf jeden Fall reingehen. Ja, wenn es eine Bar wäre, wäre ich da sofort drin. The torches in the treehouse flickered nervously as Trumpf im Sumpf stepped inside. It seemed unlikely that the house belonged to a flower, even a clever talking one. But the warmth indoors was a welcome. Musst du mal Licht anmachen, komm langsam vor wie so ein Kellerkind. Der versteinerte Baum. This is obviously the home of a witch. They don't like wizards. Boah, das, boah, wenn das eine Bar wäre, ich wäre sofort da drin, ey, so viele Treppenstufen aus Holz. Boah, ist das geil. Aber dann würdest boah, du, mal, wenn du besoffen bist, boah, aber wenn du besoffen bist, würdest du nicht mehr rauskommen. Ja, im Stiftskeller, Junge. Die Treppe. Boah, ist das eine geile Bar mit Pool. Aus dem Wikinger-Schiff. Ist das geil. Mensch, ist das nicht geil, Jung. So wie in der letzten Aufnahme. Das ist so oft Jung gesagt, Mann. Ja, hab ich mir irgendwie in letzter Zeit angewohnt, Jung. Mensch, aber Jung. Glaube ich mir jetzt angewohnt habe, anstatt 50, sag ich mal 50. Oder 15. Komm, wir springen, geht die auch vorwärts. Was machst du hier da? Achso, da waren noch welche. Ja, deine Adleraugen sehen wohl nicht alles. Ja, meine Adleraugen, du weißt doch, dass ich hier die zu habe. Hast du doch selber in letzter Aufnahme gesagt und mich damit beschimpft. Ja, aber gerade ist dunkel draußen. Dunkel kannst du besonders gut sehen. So, can you shoot at it? Keine Antwort. Ich kann nur
Die Augen werden nicht weiter offen sein, jetzt nur dadurch, dass es dunkel geworden ist. Doch. Du weißt doch, wie ich... Du weißt doch, wie ich... Wenn du am Scheiße bist, ziehst du nicht die Augen zusammen, sondern reißt die auf. Ja, das kann vielleicht sein. Aber die Sache ist doch... Ich mach doch, wenn dann... Du weißt doch, wie das auf dem Bild aussah, was du aufgenommen hast in der Nacht bei Silvester. Ah ja. Der Psycho. Rob. Nickel. Rob. Was ist das da eigentlich? Ist das gut? Warte. Nee. Ich bin. Ach, das ist das unsere Portal, was wir in... Ah. Ich muss da Bälle durchschießen. Quidditch! Ich bin Quidditch. Wobei gibt's hier Spinnen. Besser bleibt eine Spinne. Okay. Ja, hier oben ist noch eine. Okay. Habt du kommst direkt wieder zurückgestürmt? Ja, ich habe gerade eine Spinne besiegt. Ah ja, ich sehe sie gerade. Dass du im Moment nichts mehr siehst. Sonst bist du ja immer der alles entdeckt. Ja, das Problem ist... wie heißt es? Ich sitze gerade in so einer schlechten Position zum Monitor, dass der die schwarzen Ecken irgendwie halt eben überhält. Ja. Also diese weiße... Anzahl von zwei Monitoren. Dieses weiße Schimmern. Nee, das ist ja nicht... Nein, das liegt einfach nur daran, dass die Stellen, die halt eben schwarz sind... Das liegt an meiner Sitzposition, wie ich gerade sitze. Aber ich will die nicht verlassen, weil es zu bequem ist. Ja, so wie du in der Aufnahme von LOL, wo du dann dich beschwert hast, dass du ja kotzend vorm Rechner sitzt. Ah. Ja, kenn dich, ich hab gerade auch wieder einen Eimer neben mir stehen. Ohne Eimer mit euch heißt es nicht aus. Hey. Hey, das kannst du doch nicht machen. Mann, das stimmt doch gar nicht. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Hör mal, Junge. Geh mal raus, da kommt uns keine Blasen, Junge. Warum auch immer. Kennst du noch Blasen kommen? Ich bin so wütend, ich werfe jetzt wieder meinen Sturmhammer auf dich. Ich musste irgendwie noch mal hoch, da waren noch ein paar Fiolen. Jetzt kommt keine, kurz. Jetzt kommen keine Bläschen mehr. Werf doch mal den Sturm auf mich. Vamp, helf mir mal. Ich kann den noch mal weiter befördern. Guck mal, wie der nach oben wirft, ey. Vamp, helf mir mal. Ich muss ja, da noch mal hoch. Wo ist denn hoch? Ach, hier musst du hoch. Geh da okay. Hoch, nochmal zu den Schaltern da. So, Moment, warte mal kurz. Warte, kannst da gleich reinspringen. Wir machen das, glaube ich, so. Okay. Und jetzt das andere Ding. Jetzt ist die Frage, können wir da reinspringen oder brauchen wir Vamp als Hilfe? Ich glaube, wir können aber so reinspringen. Hä? Das hat nicht funktioniert. Moment, hey. Wir haben immer noch nicht die Fiolen da geholt. Ich glaube, ich brauche dich hier nochmal mit, irgendwie, dass du mir auch hoch hilfst. Lass mal was gucken. Aha. Mann, jetzt sind aber auch alles zu zerstören, Zombie. Ich hasse es jetzt. Ich hasse das, wenn ein Zombie sowas macht. Jedes Mal. Probier was aus, Kiste geht kaputt. Ich kann vor allem, ich kann es auch vom Weiten euch ärgern. Ja, ja, ja. Ich werde, glaube ich, ertrinken. Ah, so. Ich glaube, du kannst ja nicht ertrinken. Ah, die Kisten gehen anscheinend kaputt hier drin. Oh ja, na doch nicht, die spawnen da einfach nur. Da kann man nicht hoch genug, glaube ich. Ah, ich bin oben. Ach, da. Okay. Ach Gott. Kommst du da rüber hoch? Ja, ich kam da hoch. Okay. Okay. Ist das so? Warte mal. Mach mal eine Kiste, glaube ich, ist das am besten.
Ah! Was hast du? Ich bin aus Versehen auf C gekommen. Hol mich schwer wieder runter.